Auswanderer-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi. Ja, ich bin Auswandererin und zusammen mit meinem Mann, meinen zwei Kindern und meinem Jack Russell sind wir in 2014 mit der gewonnenen Green Card, ja, und nur 7 Koffern in die USA ausgewandert. Ja, gestartet sind wir in Charlotte, North Carolina. Von dort aus ging es nach Portland, Oregon. Und seit Anfang 2020 leben wir in der Nähe von San Diego im sonnigen Südkalifornien. Ja, diesen Muttersprache-Podcast habe ich gegründet, um die Geschichten von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, hier in diesem Podcast zu erzählen und vor allen Dingen auch hier eine Plattform aufzubauen, wo sich gerade diese Auswanderer auch miteinander verbinden können. Ich erzähle jede Woche eine neue Geschichte hier im Gespräch und einmal im Monat gibt es auch eine Destination-Special-Folge. Also jetzt viel Spaß beim Zuhören, deine Monique. Ja, herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast und das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Und wie ihr das schon kennt, denn das ist ja schließlich auch schon unsere zweite Season, gibt es immer zum Ende des Jahres nochmal einen kleinen Jahresrückblick. Und der Muttersprache-Podcast hat nicht nur 51 Folgen in diesem Jahr live gestellt, sondern wir haben auch Zuwachs bekommen von der Efi in Neuseeland. Die Geschichte zu Efis Auswanderergeschichte, die habt ihr schon in Folge 68 gehört. Denn Efi ist die Dame behind the scenes, die die ganzen Podcasts mithört, schneidet und sie live stellt. Das heißt, wir als Team stellen für euch jede Woche eine Podcast-Folge live. Und jetzt sprechen wir einfach mal, wie das Jahr für uns gelaufen ist, was alles so passiert ist. Und da übergebe ich heute mal an die Efi, denn die Efi fragt mich heute in dieser Podcast-Folge zu, ja, schauen wir mal, was du mich so fragst, liebe Efi. Hallo nach Neuseeland erstmal. Hallo, guten Tag aus Neuseeland nach Kalifornien. Ja, genau, wie du gerade schon gesagt hast, ich höre ja immer mit, bevor das Ganze live geht und schneide immer die ganzen Booster und Pausen und Züge, die vorbeifahren, raus und weiß natürlich bestens Bescheid, was im Muttersprach-Podcast so abgeht. Und ich dachte, wir nutzen mal diese Jahresendfolge dazu, um mal so ein bisschen deine Highlights zu erfahren aus dieser Season, denn du bist ja diejenige, die mit unseren Gästen spricht. Und ja, ich dachte, das wäre vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörer, dass wir mal hören, wie das denn bei dir immer so ankommt. Puh, also die sind natürlich wirklich cool, ne? Also 51 Folgen, davon ja, sind einfach, ja, ich glaube, 50 spannende Geschichten oder so, ne? Also, oder 49, 48 Interviews. Und das ist echt schwer, weil ich finde ja auch, jeder Auswanderer hat so seine wirklich individuelle Geschichte. Und ich muss dir mal echt sagen, auch Efi, mir wird das überhaupt nicht langweilig. Ne? Also nee, ich kann auch nicht langweilig. Ne? Ist ja alles auch, also es ist immer wieder was Neues, obwohl ja alle irgendwie ins selbe Land gehen. Trotzdem ist jede Geschichte sehr individuell. Ja, wobei wir hatten ja auch zwei Kanada-Auswanderer dieses Jahr dabei. Die Nadine und der Tino. Und die kennen sich sogar. Und Freya und Lisa und Silvio. Also die zwei sind beide in der Nähe von Halifax. Also wir haben dieses Jahr, aber wir waren mal in Neuseeland. Also wir sind auch ein bisschen wir waren mal im Urlaub. Ja, ja. Man muss ja auch mal ein bisschen seinen Horizont erweitern. Genau. Also von daher gibt es wirklich auch wilde Auswanderergeschichten. Und es ist ziemlich schwierig, da zu sagen, was waren so die Top 3s. Aber wen ich echt sehr, sehr, sehr beeindruckend fand, das war der Markus Glocker interessanterweise, unser Michelin-Sternekoch in New York. Mhm. Und ich fand das deswegen so beeindruckend, weil der so einen Plan hatte, was er machen will, aber doch also so persistent war in dem, was er wollte und wirklich einfach hingeflogen ist, an die Tür geklopft hat von Top-Chef-Restaurants und gesagt hat, ich will hier arbeiten. Und das, muss ich sagen, hat mich extrem beeindruckt. Also das fand ich richtig, richtig cool und wahnsinnig authentisch, wahnsinnig toller Mensch.
mir macht das auch richtig Spaß, ihm auf Instagram zu folgen und zu sehen, was er so auf die Beine stellt, mit wem er vernetzt ist und auch ja, zu was er es gebracht hat. Ne? Also ich meine, so ein Michelin-Sternekoch in New York ist ja auch schon wirklich was ganz Tolles. Ne? Auf jeden Fall, das ist eine super Karriere, ja. Wen ich auch richtig, wer mein Herz richtig berührt hat, war der Nick Wilder mit seiner wirklich tollen Autobiografie. Mhm. Also die zu lesen war schon toll. Ihm im Interview zu haben, war auch besonders, fand ich. Also Nick Wilder, der ehemalige Traumschiff-Doktor Sander oder auch die Werbefigur von der Hamburg-Mannheimer, viele, viele Formate im Fernsehen gespielt, unheimlich charismatischer Mensch, aber ganz down to earth, ganz nett, ganz sympathisch. Also wie alle unsere Gäste im Muttersprache-Podcast. Super. Super Mensch, freut mich total. Das ist so die Bereicherung, Efi, dass du einfach die Gelegenheit hast, mit diesen Menschen zu sprechen. Ne? Und das finde ich, ist wirklich auch ein tolles Geschenk. Einer fehlt noch auf deiner Top-3-Liste. Ja, wen ich echt auch lustig fand, war der Paul Ripke. So, das ist schon auch ein echt cooler. Wir hatten dann die Gelegenheit vor ein paar Monaten. Der ist ja jetzt gerade noch in Deutschland, glaube ich. Der musste im Sommer zurück, weil sein Visum erneuert werden musste. Und warum er da auf die Idee gekommen ist, war in der Tat, dass wir dann bei ihm zum Grillen waren und ich gesagt habe, Paul, dein Visum läuft doch aus. Ja, wir sind fast Nachbarn. Ich habe dann gesagt, Mensch, Paul, dein Visum läuft doch aus. Wie geht's denn weiter? Und er so, oh, ja. Ja, und dann ging die Odyssee leider los, weil dann hat das nicht so einfach funktioniert, denn auch die Bestimmungen sind manchmal nicht so einfach. Aber er ist auch wirklich ein sehr lustiger, sehr nette Familie. Aber so das, was er so macht in den USA mit seiner Fashion-Marke und mit seinem Sponsoring und Podcast und so, das ist schon auch ziemlich cool. Und wir haben wirklich einen sehr lustigen Tag miteinander verbracht in Newport Beach. Also ich, auch das hat sich durch den Podcast ergeben. Also ich kannte Paul vorher noch nicht. Das war also wirklich etwas, was sich auch durch den Podcast da ergeben hat. Obwohl das echt schwer ist, weil ich bin in der Vorbereitung jetzt auf die Folge, Efi, bin ich mal so alle durchgegangen und sie sind alle eigentlich cool, ne? Also das ist wirklich, man kann sich da echt gar nicht entscheiden. Wirklich schwierig, weil einfach auch jede Geschichte so toll ist. Ne? Ja, aber ich meine, klar, die Folgen waren sicherlich alle gut, haben so ihren eigenen Charakter alle, aber gab es denn auch eine Folge, die für dich so schwierig war im Sinne von, also da hat man jetzt nicht mal einfach sich zusammengefunden und die sofort aufgenommen, gab es da vielleicht irgendwie Probleme im vorherein das zu organisieren oder hast du da irgendwas zu erzählen? Ja, also was natürlich wirklich eine große Challenge war, war der Dr. Udo Lange, der ist CEO von FedEx und ich kann dir sagen, das hat ein Jahr gedauert, bis es endlich dazu ging, die Folge aufzunehmen und dann hat es noch mal ein paar Monate gedauert, dass die Folge freigegeben wurde und zwar lief das so, ich habe den angefragt über LinkedIn. Und da hat er sofort gesagt, oh klar, deinen Podcast kenne ich und cool und mache ich gerne. Und ich schicke das jetzt gerade mal an meine PR-Abteilung weiter. Und ich so, ja, nächste Woche nehmen wir das auf, so ungefähr. Ne? Und dann musste aber erstmal ein Termin gefunden werden. Das heißt, dann wurde erstmal ein Termin gesucht und das hat schon ein Dreivierteljahr gedauert. Dann musste ich alle meine Fragen einreichen. Die mussten genehmigt werden. Ja. Yeah. Und als die genehmigt wurden, durfte ich auch keine anderen Fragen stellen, als die ich gefragt habe in dem Podcast. Und als die Folge dann fertig war, musste ich die rekordete Folge auch nochmal einreichen. Das hat nochmal gedauert. Und dann musste ich wirklich lange warten, bis ich dann die Freigabe gekriegt habe. Und erst dann durfte ich das live stellen, was wirklich summa summarum über ein Jahr gedauert hat. Aber ich glaube, es war es wert, weil das ist schon ein wahnsinnig, und übrigens zu der Zeit war ja noch die Pandemic, auch noch eine coole Randgeschichte. Normalerweise habe ich einen Konferenzraum, wo ich dann oft die Podcast-Folgen rekorde. Aber zu der Zeit war noch die Pandemic in Full Swing. Und da habe ich aus meinem Kleiderschrank rekordet. Und dann hat der Udo gesagt, ja, wollen wir uns mit Video angucken beim Rekorden? Und ich dann so, ich sitze aber im Kleiderschrank. Ja.
Ja, super. Das war ein bisschen lustig, mir auch erstmal echt peinlich, aber dann habe ich gesehen, ich habe ein großes Vorbild, das ist so ein NPR-Podcast, der heißt How I Built This von Guy Raz, heißt der Typ, also eines der größten Podcast-Formate. Und kürzlich habe ich einen Post von dem gesehen, dass der auch im Kleiderschrank saß und recordet hat. Und da habe ich gedacht, naja, so schlimm war das ja dann gar Ja, nicht, ne? Vielleicht habe ich mir siehste. da nur so einen Stress gemacht, dass ich im Kleiderschrank. Aber in der Tat ist das Podcast Secret, weil im Kleiderschrank. Also in Amerika hat man natürlich so begehbare Kleiderschränke, ne, wo man sich Ja. reinsetzen kann. In Deutschland kannst du dich natürlich schlecht jetzt in so einen Schrank setzen, aber In so ich ein sitze, Ikea-Pax, ja, nee, ja. das geht nicht, aber ich sitze halt in einem Raum, wo die Klamotten hängen sozusagen, Ja. weil natürlich der Ton da am besten ist. Und das war Ja. aber wirklich total lustig, aber ein super, super toller Mensch. Also was mich beeindruckt hat bei dem Dr. Udo Lange, als wir das dann recorded haben, hat er dann hinterher gefragt, und Monique, warst du jetzt zufrieden mit dem, was ich gesagt habe? Das Ja, fand ich guck schon mal. richtig, richtig cool, ne? Also Ja. tolle Führungskraft. Hat mich sehr beeindruckt. Bin ich Ja, auch sehr dich vor stolz allen drauf. Dingen. Ja. Dich vor allen Dingen als Ja, ja, ja. Ich habe da Führungskräfte-Expertin, also ne? wirklich das aufgesogen. Ja. Und ja, da hat man auch gemerkt, dass das eine wirklich Top-Führungskraft ist, ne? In der ganzen Ja. Abwicklung und Kommunikation und so. Also das war schon wirklich, wirklich toll. Ja. Guck mal, du kommst aus dem Schwärmen hier gar nicht mehr heraus. Obwohl, ich war schweineaufgeregt. Also muss ich jetzt auch mal so sagen. Ne? Ja, Ich ist war gut. echt, ich, oh, ich war total, dann ging die Verbindung auch noch weg und so. Also ich war schweineaufgeregt. Ja, aber hat doch alles geklappt. Das ist doch meistens, ist Ja. es das ja alles gar nicht wert, so aufgeregt zu sein, Nein, oder? aber ist ja einfach so, ne? Ja, Ja, klar. ja. Also wir sind immer aufgeregt, auch wenn wir die Dinger live schalten, ne? Was, wenn wir jetzt was vergessen haben oder die Musik kommt nicht rechtzeitig ran oder so. Es sind ja so Sachen, über die denkt man vielleicht gar nicht nach als Hörer. Denkt so, naja, die machen halt so einen Podcast und so, aber da steckt ganz schön Arbeit dahinter, ne? Oh ja, oh Ja. ja. Na gut, ich habe mir noch so ein paar Fragen aufgeschrieben für dich. Und zwar gibt es ja viele beeindruckende Geschichten, die wir hier schon gehört haben im Muttersprach-Podcast. Aber gibt es denn so eine, die diese Season für dich so hervorsticht? Eine Geschichte, wo du sagst, so ja, also das war wirklich krass, wie die das hinbekommen haben. Ja, auch viele, ne? Also gibt auch viele, die wirklich echt alles hinter sich gelassen haben. Aber was mir so sehr im Herzen auch geblieben ist, weil es war wirklich auch zum Teil eine tragische, herzzerreißende Geschichte, war die Veronika Herder, die auch gerade im Dezember, also jetzt gerade kürzlich bei Goodbye Deutschland war, lustigerweise in einer Folge zusammen mit den Kolenitschenkos Die und ja auch bei uns waren. Den Daniel Kolenitschenko, ein ganz bekanntes Auswandererpaar, der war ja letztes Jahr bei uns, also in 2020 im Podcast und hat da so deren Auswanderung erzählt. Und die Veronika, die ist zweifache Auswanderin, die ist nämlich nicht nur nach Amerika ausgewandert, direkt in der Pandemic, Anfang der Pandemic, sondern sie ist schon mal in Australien gewesen und ist nach Australien ausgewandert und ist dann mit ihrem australischen Ehemann nach Amerika ausgewandert mit der gewonnenen Green Card. Und Okay. das war ein Bangen, weil sie wussten nämlich nicht, ob sie noch aus Australien wegkommen, weil zu der Zeit hat Australien die australischen Staatsbürger nicht weggelassen. Und Ah, dann ja, ich erinnere mich. konnten sie auch nichts buchen, weil sie ja nicht wussten, ob sie hinfliegen. Dann wussten sie nicht, ob sie einreisen können, weil sie ja keine Unterkunft bestätigt hatten. Also das war ein Riesenbangen und in der Konsequenz haben sie sich dann nach ein paar Wochen oder fast schon Tagen in den USA Anfang der Pandemie getrennt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Wow, ja. Und dann ist sie komplett alleine in einem Land, was sie überhaupt nicht kannte, ohne ihren Ehemann, weshalb sie ja eigentlich nach Amerika ausgewandert ist, während der Pandemic, wo alles zu war und Shutdown war, kreuz Ja. und quer durch die USA gereist und hat überall gearbeitet für quasi freie Unterkunft und Verpflegung. Und Ja. das fand ich so crazy und die Veronika ist so ein Herzensmensch, aber auch die bezaubert einen ja wirklich so mit ihrer Ja, das Seele stimmt. und mit ihrem Sein. Und das fand ich schon echt sehr, sehr, sehr krass. Beeindruckend, ey. Ja, auf Und jeden wer mich Fall. aber auch sehr beeindruckt hat, muss ich sagen, ganz andere Geschichte, total andere Geschichte, aber auch
sehr cool war die Katja Riekermann. Die ist wirklich eine sehr bekannte Saxophonistin. Die hat über 10 Jahre im Assembly von Rod Stewart gespielt. Und die ist auch, die hat einfach ihren Traum verfolgt, ist nach Amerika und hat da in Clubs gespielt, umsonst gespielt und ist wirklich so. So kurz bevor sie eigentlich wieder zurück wollte nach Deutschland, hat sie, obwohl eigentlich schon die Stelle besetzt war, hat quasi wie so ein Casting gemacht für die Rod Stewart Band und ihm ein Tape dahingestellt und die hatten ihr schon abgesagt und dann haben sie ihr zugesagt und innerhalb von 24 Stunden musste sie alle Lieder lernen, weil die gesagt haben, ja, willst du mit? Dann, okay, in Texas ist unser erstes Wahnsinn. Konzert. 3 Tage, wow. Aber die und die Sachen musst du alle lernen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das war für sie natürlich ein wahnsinniger Gamechanger in ihrer Karriere. Und das fand ich auch total beeindruckend. Also wie ja, sich so über stimmt, Nacht ey. So ein, wie sich über Nacht so ein Leben auch verändern kann. Mhm. Ne? Wie so über Nacht deine Welt plötzlich komplett. Und die hat aber auch gesagt, okay, mache ich. Ja, die hat ihre Wohnung untervermietet und aber manchmal ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man gar nicht so viel Zeit hat, um nachzudenken. Ne? Wenn man einfach jetzt so vor die Entscheidung gestellt wird, ja, hopp oder top, jetzt oder nie. Und dann entscheidet man sich vielleicht instinktiver oder mehr so, ja, halt auch natürlich spontaner, aber man entscheidet sich mehr so in die Richtung, was man wirklich möchte, ohne das zu viel zu überdenken und dann vielleicht am Ende des Tages die falsche Entscheidung zu schließen. Das stimmt, aber wenn du dann immer mal so überlegst, stell dir vor, das wäre so nicht gewesen, was wäre dann gewesen, ne? Und yeah. So manchmal ist das ja so eine Verkettung oder es gibt so einen Moment, der wirklich das Leben so doll verändert von Menschen, wodurch sich natürlich, klar, das Leben ist ja Veränderung, aber wodurch sich so viel aufgetan hat, wie jetzt bei der Katja beispielsweise, dass du denkst, boah, Wahnsinn, ja, also yeah. Und ich frage ja auch ganz oft immer am Ende von Folgen, dass meine Frage ist ja sehr, sehr häufig, was möchtest du denn den Hörern mitgeben oder was kannst du so aus deiner Lebenserfahrung den Menschen mitgeben? Ja. Yeah. Und immer wieder kommt, mach das einfach. Einfach machen, ja. Mach es einfach. Ja. Mach es einfach, sei mutig. Und gerade jetzt auch bei der Katja Riekermann, die hat ganz spät mit Saxophon angefangen, wo sie alle gesagt haben, das hat gar keine Aussicht, ne, da jetzt in dem Alter anzufangen. Und ich meine, die ist eine Weltklasse-Saxophonistin, ja. Die spielt mit den Größen auf den Bühnen, die hat mit Lady Gaga auf der Bühne gestanden und ne, ja, also die zu spät. Wembley-Stadion, da, ich meine, das muss man erstmal sich vorstellen, ja. Das ist schon echt krass und auch beeindruckend, was ja. da so rauskommt. Also ich schwärme ja. Ja. Ja, ich möchte, du schwärmst hier von allen unseren Gästen, zu Recht, ja, ja auch. wenn wir jetzt aber mal wieder zurückgehen auf die Business-Schiene kommen, wo du ja auch herkommst, so, was ist für dich denn so eine Auswanderergeschichte, die wir bei uns hatten, dieses Jahr, wo du sagst, das ist echt eine coole Unternehmergeschichte oder die haben es wirklich businessmäßig geschafft. Denn es ist ja nicht nur so, dass man so diese persönlichen Geschichten immer hat bei uns, wo du sagst, okay, die sind jetzt aus dem und dem Grund ausgewandert oder der Liebe wegen oder haben eine Green Card gewonnen und hatten quasi gar keine andere Wahl oder wurden weggeschickt entsandt als Expats, sondern es gibt ja auch Leute, die wirklich professionell durchgestartet sind in den USA, weil sie eine tolle Business-Idee hatten. Was ist dir denn da so im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, so, ja, das war also eine starke Nummer? Ja, also da gibt es natürlich auch wieder ganz viele. Also auch Paul Rübke zum Beispiel oder Nick Wilder, ne, wenn ich die beiden nochmal darauf drücke, oder auch der Markus, die haben ja auch eine tolle, sich was Tolles aufgebaut. Ja, das stimmt. Das finde ich, also da ist fast in jeder Geschichte eigentlich so ein bisschen Unternehmertum drin, weil das weißt du ja auch, wenn du auswanderst dann und nicht gerade von deinem Arbeitgeber entsandt wirst, dann ist alles, was du tust, ja wirklich ein bisschen Entrepreneur Spirit. Das ja, ist du eine musst ganz dich, andere Geschichte. Das ist ganz, also echt, du bist ja zweimal echt, schon ausgewandert. Ja, wer ne? das Paket hat, der hat das goldene Ticket gezogen. Du musst dich ja quasi um nichts kümmern. Klar hast du dann immer noch deine ganzen Fragen und die Eingewöhnung und den Kulturschock. Der bleibt natürlich auch dann nicht aus. Aber du hast also tausend und eine Sorgen weniger, wenn du ein Expert-Paket hast und entweder als Arbeiter entsendet wirst oder als Frau oder Mann oder Kind oder wie auch immer mitgehst.
Da wird dir das Leben auf jeden Fall leichter gemacht, wenn du dich nicht um all diese Dinge kümmern musst, die halt so anfallen von Visum, Versicherung und so weiter und so fort, Haussuche, Richtig. Autokauf und was es nicht alles gibt. Also das ist eine ganz andere Hausnummer. Also Auswandern ist nicht gleich Auswandern. Das kommt tatsächlich immer darauf an, mit welchem Paket man geht oder ob man nur mit zwei Koffern ankommt. So, und dann kommt ja noch dazu, 2020 war das Jahr der Pandemic, ja. Und dann haben wir 2021. 2021, ja, und 2020 im Prinzip, ne? Ja, Also ja. beides, ja. Und dann haben wir halt Leute, die haben wie eine Gabi Hegen in New York, die hat immer Messen veranstaltet für Expert, die hat die Ich bin Expert Fair veranstaltet, die hat verschiedene Events veranstaltet für Experts in New York und plötzlich war alles weg durch die Ja. Pandemic. Und das hat mich sehr beeindruckt. Die hat dann gesagt, okay, ich kann jetzt hier lange jammern, ne? Ich kann aber auch lernen, das Ganze virtuell aufzuziehen. Und sie hat wirklich jetzt im letzten Monat, im November, hat sie die erste und größte Ich bin Expert virtuelle Konferenz auf die Beine gestellt mit über 50 Fachreferenten. Ich durfte da auch bei sein zum Thema Leadership. Kann man, glaube ich, sogar jetzt noch nachgucken zu einer Gebühr. Aber das fand ich Wahnsinn, so aus dem komplett verloren alles sich aufzuraffen und wieder was Neues auf die Beine und in einer unglaublich tollen Qualität, als hätte sie jahrelang nichts anderes gemacht. Ne? Ja. Wahnsinnig gut organisiert, mit Top-Leuten in einer technisch total gut aufgesetzt, vorbereitet, nachbereitet. Also Ja. unfassbar. Ich finde die Frau so toll. Die ist also so ein. Ja, ich hatte den Titel in dem Podcast Community Builder und das ist sie auch. Sie bringt so viel Value, so viel Wissen und Erfahrung für Leute, die in die USA auswandern. Das finde ich schon total klasse. Und Ja. ja, auch bleiben wir mal in New York. Die Janina, die hatten wir jetzt gerade. Es war die erste Folge, glaube ich, jetzt im Dezember. Ja. Die wirklich da ihre Sachen von Hand näht und ein Ticket gekriegt hat für die Fashion Week. Ja, das ist, ich Das fand meine, ich auch hallo? super beeindruckend. Ja. Hallo? Fashion Ja. Week? Ich meine, ja, ich habe gesagt, da muss das Heidi Klum der ziehen. Dann hinterher noch mit ihr Ja. gesprochen und dann haben wir noch zusammen überlegt, wie kriegen wir jetzt ihre Klamotten zu Heidi Klums, ne? Wie schicken wir ihr das? Da habe ich ja mal, Heidi Klum habe ich ja mal eins unserer Bread Kids geschickt. Ne? Das ist, keine Ahnung, ob es Die ist doch angekommen kein ist. Brot. Glaubst du nicht, dass Heidi Klum Natürlich Brot ist die Brot. Ja, doch, 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 die wascht? backt. Und ich, Fuchs, habe sogar ihre Adresse rausgefunden und dann rief mich die, oder dann schrieb mir ihre Assistentin, Stalker. ja, klar, ich bin da sehr pfiffig, schrieb mir ihre Assistentin zurück und sagte, ich könnte jetzt nicht einfach ihr nach Hause hier so ein Brotkit schicken. Alles, was für sie ist, muss nach New York gehen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja Quatsch, wenn ich das erst nach New York schicke, damit ich es wieder hier an die Westküste zurückschicke. Aber Ja. nur am Rand. Aber ja gut, ich meine, so pfiffig muss man sein als Unternehmerin. Ja, genau. Wer nicht wagt, Das, den nicht gewinnt. Ein altes so Lied, ist der das. So wirklich ist das. Sinn macht. Ja. Und das bringt mich auch zu der Corinna. Total witzige Corinna Emry, Folge 49. Die macht so coole Handyhüllen mit so einem Seil dran. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber Ach, die ich Dinger, ja. kannte das vorher nicht. Sie hat mir eins geschickt. Ja. Ich liebe es total und die macht das so toll. Die hat so einen Style, die Frau. Die ist so kreativ. Also was die für eine Arbeit. Und dann hat sie ja noch so ein sie hat ja noch eine zweite Firma. Also, es gibt ja so Verrückte, die haben dann so zwei Firmen auch. So Und dann hat Verrückte sie wie noch eine. du, die dann auch so drei Firmen manchmal Ja, haben. genau. Die hat dann, oh, noch ein Podcast, ne? Die hat dann noch so einen Vintage-Kinder-Klamotten-Online-Versand. Und dann, also, ich finde das unfassbar, was die Frau auf die Beine stellt. Die ist auch total über, ne? Also total Ja. hektisch, aber die ist, und ich habe interessanterweise, nachdem ich mit ihr gesprochen habe, habe ich gesagt, weißt du was, Corinna, wir machen einen Frauen-Business Circle. Das haben wir auch jetzt ein Jahr lang gemacht, wo ich mich mit fast allen Frauen aus unserem Podcast, die auch Unternehmerinnen sind, einmal im Monat getroffen habe. Und da war die Ja. Corinna dabei. Siehst du, der Podcast verbindet und bringt Aber 100. Gleichgesinnte zusammen. Ja, und es gibt zum Beispiel auch Geschäftsconnections. Zum Beispiel die Taina, die war ganz am Anfang in 2021, die ist ja Thermomix-Vertreterin und zwei
meiner anderen Podcast-Gäste waren so beeindruckt, dass die gleich einen bestellt haben. Ich habe leider keine. Die brauchten nur einen guten Grund, um endlich ihren Thermomix zu bestellen. Schatz, ich habe leider keine Provision. Genau. Oh Mensch. Also ich habe vorher klar machen. Genau. Vielleicht sollten wir da mal über ein Sponsorship drüber nachdenken. Aber wenig gute auch Idee. Wirklich. Ich schreib mir das gleich mal auf. Wen ich wirklich auch total herzlich fand, weil die beiden sind also so ein cooles Pärchen. Auch übrigens bekannt von Goodbye Deutschland. Das ist Kim und René Zimmermann, auch Green Card Gewinner. Und die haben nämlich ein Biergartenrestaurant, das Siegfrieds in, oh, jetzt schlag mich tot, ich meine Sarasota. In Sarasota, ja, in Florida. Ja, Florida. Mhm. Florida auf jeden Fall, ich meine Sarasota. Auf jeden Fall da so in der Ecke. Und die sind auch sehr cool. Also die, ich finde, so wenn man so über Unternehmer spricht, die machen das so, die sind so bodenständig. Die machen einen richtig coolen Job, ne? Sind super erfolgreich auch damit, aber überhaupt nicht abgehoben, sondern das sind so richtige Gastgeber, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist zu Hause. Und die Madeleine Kaniut, unsere Schauspielerin von Alles, was zählt, die war auch schon mal bei denen essen. Also du siehst mal, dieses Amerika ist so klein, ja, jeder. Ja, es ist total verrückt, weil die ja auch aus Köln kommt oder lange zumindest in Köln gelebt hat. Und ja, also da gibt es wieder die Querverbindung. Ist das nicht witzig, oder? Ja, das ist eine kleine Welt, die Auswandererwelt. Da kennt man sich untereinander. Ja, es gibt wirklich schon spannende Geschichten. Und ich sitze ja auch manchmal hier, wenn ich dann die Folgen bearbeite und denke so, ach Mensch, also wenn ich so meine Geschichte erzähle, so mit Leuten spreche, die nicht ausgewandert sind, die sagen dann immer zu mir, Mensch, Evi, ist alles so spannend und wie du das alles gemacht hast. Und dann höre ich aber so Folgen von uns und denke so, das ist eigentlich viel spannender. Fast jede Folge, die ich höre, denke so, das ist so, ja, inspirierend in dem Sinne, dass man sagt, man muss manchmal auch einfach dranbleiben und einfach weitermachen, weil das ist irgendwie schon cool, wo das so hinführen kann. Und dann gerade auch so junge Leute, also die dann, ne, wie jetzt so Kim und René, die dann sagen so, ja, wir machen das jetzt einfach und wir kochen jetzt hier. Ich glaube, die haben ihre Küche auch gar nicht in dem Restaurant, sondern draußen, ne, in so einem Wagen. Genau, ja, das war so schwierig, weil der Küchenausbau wäre so teuer gewesen und hätte so viele Lizenzen gebraucht, dass sie dann einfach gesagt haben, weißt du was, dann stellen wir uns einen Foodtruck in den Garten. Genau, im Foodtruck. Ja. Und dann denke ich mir so, krass, es ist so, einfach machen. Weißt du, ja, das geht nicht, alles klar, nicht verzagen, dann Plan B. Plan B funktioniert nicht, alles klar, Plan C. Und das finde ich immer wieder so spannend, dass man sagt, okay, man muss jetzt auch nicht einfach immer an jeder roten Ampel umdrehen, sondern kannst auch einfach mal warten, bis es grün wird und dann vielleicht links abbiegen und dann öffnet sich vielleicht wieder irgendwo was anderes. Und das da finde ich, lernt man irgendwie auch so aus jeder Folge so ein bisschen was auch so für sich selber, ne, dass man denkt, so, man muss jetzt, ich stecke hier gerade fest, aber ja, vielleicht ist es auch für irgendwas gut. Vielleicht geht's hier auch aus irgendeinem bestimmten Grund jetzt gerade nicht weiter. Und ja, das finde ich immer, da gibt es wirklich so ein paar Folgen, wo ich hier sitze und denke, so, ja, cool. Also inspiriert mich jetzt gerade auf irgendeine Art und Weise. Ja, und sicherlich eine der inspirierendsten Geschichten aus dem Podcast, und die war eigentlich Gast schon in dem Jahr 2020, und ich habe sie nochmal eingeladen. In 2021 ist die Christina Mathesius, und ich habe sie deswegen eingeladen, weil sie nämlich eben über ihr Leben, über ihre Lebens- und Krebsgeschichte ein so inspirierendes Buch geschrieben hat. Kein Ich habe Krebs Buch, sondern ein ich habe Krebs diagnostiziert bekommen, gerade in meiner Auswanderung in die USA, und ich schreibe dieses Buch, weil ich möchte Menschen sagen, es geht weiter, ja, es geht weiter, und es gibt und es ist auch, liegt auch an dir, wie du damit, also sie ist so mutmachend für Menschen, auch für Frauen, sie ist so mutmachend, so inspirierend, dass ich wirklich sagen kann, wenn ich mir jetzt so überlege, was sind denn so die spannendsten Lebensgeschichten im Podcast, kann ich ganz bestimmt sagen, die Christina mit ihrer Entwicklung, die sie gemacht hat nach der Krebsdiagnose, und das Buch, was sie geschrieben hat, ist schon total besonders. Und auch die Christina habe ich eigentlich durch den Podcast kennengelernt, und die hat uns vor einem Monat hier in Kalifornien mit ihrer Familie besucht, was ich auch total schön finde. Ja. Also auch hier wieder, wir hatten uns nie gesehen, wir
Ich hatte sie zweimal eingeladen im Podcast und dann sagt sie, weißt du was, wir kommen jetzt einfach Wir kommen mal. mal Und vorbei, ja. da haben wir ein ganz schönes Wochenende gemeinsam verbracht. Also ich finde, das ist doch das größte Geschenk dann, wenn Ja, man manchmal das passt es einfach. Doch schön. einfach so sieht. Und Ja. den ich aber auch sehr, sehr, sehr spannend fand, war die Angela Wolz. Die ist also mit ihrem Fahrrad einmal von oben nach unten längs oder quer durch Amerika gefahren und nochmal den ganzen Yukon Trail durch Kanada, an Bären vorbei, durch Wälder, da wo keine Zivilisation ist. Alles mit ihrem Fahrrad. Das fand ich also auch total beeindruckend, total beeindruckend. Also muss ich echt Ja. sagen, ganz beeindruckende Frau. Folge 46 war das. Wer mich wirklich auch beeindruckt hat, ist die Janina Reimann von den Ja. Kultauswanderern Reimanns, weil ich das auch sehr interessant finde, wenn man so ein Auswandererkind ist. Ja, du hast ja selber zwei, ne? Das ist natürlich immer mal ganz interessant, wenn man so die andere Seite dann auch sieht. Weil man ja quasi als Auswandererkind, je nachdem wie alt man ist, oft auch gar nicht die Möglichkeit hat, dann Nein zu sagen, sondern dann mitgeht, weil die Eltern entscheiden, sie gehen jetzt in die USA oder wo auch immer hin. Und das natürlich in den meisten Fällen auch super spannend finden, aber trotzdem ist das ja ein Einschnitt ins Leben, der ganz andere Auswirkungen hat als jetzt bei Erwachsenen, die das so für sich und ihr Ja, Leben und oder das ihre prägt Karriere ja auch das entscheiden. Leben, ne? Sie ist mit 17 in die USA gekommen und am Anfang waren die natürlich noch auch unbekannt, aber dann haben die ja relativ schnell auch einen hohen Bekanntheitsgrad gekriegt Ja, und das ging ja voll durch die Decke. sie lebt auch so zwei Leben eigentlich, ne? Sie hat so ihr amerikanisches Leben und sie hat das Leben in Deutschland, wo sie wirklich auch bekannt ist, wo die meisten Menschen sie einfach auch kennen. Und da haben wir, zu der Folge haben wir in der Tat sehr, sehr, sehr viel Feedback auch gekriegt, ne? Dass Leute gesagt haben, oh, wie schön, was für eine sympathische Frau und ne, wie toll die Geschichte auch mal nur von der Janina zu hören, ne? So dass es, Ja. ich habe auch ganz bewusst gar nicht über ihre Eltern gesprochen, weil mich auch einfach ihre Geschichte interessiert hat, ne? Ich Ja, über die wollte also Eltern auch. weiß man ja auch schon genug, ne? Also du hast ja dann auch Janina eingeladen, um mal ein bisschen so aus ihrer Perspektive zu hören, wie es so Ganz ist. Und ich glaube, genau. das war halt auch so spannend daran, dass man jetzt mal ein bisschen einen anderen Blickpunkt auch hatte auf die ganze Reimensche Geschichte. Ganz genau. Und Ja. das war auch echt wirklich, wirklich schön. Also auch mit der bin ich verbunden. Also das ist auch wieder so eine schöne Geschichte, ne? Dass man sich da schreibt und Man bleibt wenn in wir, Kontakt, genau. genau, wenn wir in Port und sie habe ich auch verknüpft mit einigen anderen, ne? Also das ist dann auch immer ganz schön, dass man Ja. dann auch, ja, es ist halt eine USA-Family hier sozusagen, ne? Sehr gut. Ja, ansonsten würde mich natürlich noch interessieren, also so spannend und inspirierend das auch immer ist, aber manchmal wird es ja auch lustig bei uns, ne? Also die Kleiderschrankgeschichte hast du ja schon erzählt, das war ja so ein kleiner Behind-the-Scenes-Insider, aber gab es denn jetzt einen Gast, wo du sagst, das war also super, ja, lustig mit dem zu sprechen? Also welche Folge wirklich hörenswert ist, weil es einfach so ein cooler Typ ist, ist die Folge 44, der Frank aus San Francisco. Frank ist Tourguide in San Francisco und ein totaler Typ. Der ist so, also ich kann das gar nicht sagen, aber ich kann euch das gar nicht beschreiben, weil ihr müsst den einfach hören und dem folgen, weil der ist so ein toller, toller Mensch. Einfach ein Ja. toller Mensch, einfach ein toller Mensch, der das so lebt, das Leben in San Francisco, der liebt, was er tut, der liebt das Leben. Ja, also ich glaube, das ist es einfach, ne? Der liebt Ja. das Leben und der war jetzt bei seiner Mutter lange in Deutschland, weil die eine Operation hatte und das ist einfach dieser Mensch, der hat ein so großes Herz. Der hat ein so großes Herz. Als ich mit dem aufgehört habe zu sprechen, hatte ich das Gefühl, mein Raum ist wirklich. Das ist eine Herzbubble, ja. Also der nimmt dich, wenn du mit dem, nee, wirklich, der nimmt dich, wenn du mit dem sprichst, geht die Sonne auf einfach, ne? Der hat so eine tolle, positive, fröhliche, lebensbejahende Einstellung, dass das unfassbar Spaß gemacht hat, einfach mit dem zu sprechen. Also Also das es steckt ist, aber auch immer an. Das ist ja, wirklich, wenn sag man so ich ja. Leute hat, die wirklich so eine positive Energie ausstrahlen, das ist schon, ja, da hat man irgendwie dann Lust auf mehr. Also ich habe auch so, es gab auch so ein paar Folgen, die ich gehört habe und dachte so, oh, ich glaube, mit dem oder der wäre ich voll gern befreundet. Oder mit dem oder der will ich mal irgendwie Wer ein Glas.
Glas Wein trinken gehen. Mit wem? Ich fand zum Beispiel Jan Becker, den hatten wir auch kürzlich bei uns, den fand ich super Ja. sympathisch. Also auch so ein bisschen spirituell angehaucht, da so bin ich ja auch immer für zu haben. Ich fand es einfach super angenehm, eurem Gespräch zuzuhören und auch so seine Ansicht, ja, Weltansicht, sage ich mal, von Dingen, sowas. Oder jetzt auch kürzlich, hattest du eben schon erwähnt, die New York Fashion Week, Janina Folge, also bei der habe ich auch gedacht, so Mädel, du bist also echt so eine Powerfrau, also ich finde dich so cool, irgendwie, dich würde ich gerne mal irgendwie auf einen Drink einladen. Also es gibt da manchmal wirklich so Folgen, da sitze ich hier und denke so, boah, mega cool, also ich wünschte mir irgendwie so, ich wäre in Amerika und könnte mal kurz vorbeikommen, aber Ja, ich finde Neuseeland auch, ist du musst wunderbar. eigentlich rüberkommen, ne? Also, dass du Ja, fehlst hier in Neuseeland New ist schon York ganz cool, so. also ja, ich für Amerika so, aber also, ne, no offense, aber Neuseeland ist Ja, glaube ich, okay, schon verstehe ich. ganz cool hier. Nee, kann ich gut. Ich fand auch lustig, also wo ich so auch total mich wiedergefunden habe und mitgeconnectet habe, waren Silvio und Lisa, die Ja. Vanlife-Leute aus. Ach, die sind ja auch so cool. Die Ja. leben ja mit ihren zwei Hunden in einem alten, ich weiß gar nicht, was das ist für ein Modell, aber Tourbus? ja, sowas in der Art. Im Ja. Van in Nova Scotia in der Nähe von Halifax, und Ja. er arbeitet im Restaurant, sie macht so Social Media Support. Auch so eines cooles, stylisches, Down-to-Earth-Pärchen, ne? Also stylisch im Ja. Sinne von, die haben so diesen, die haben, wenn ihr da auf das Instagram-Profil mal guckt, die haben so richtig irgendwie, das sieht so richtig cool aus, ne? Ja, das Also ist ein da typisches will man so, Instagram-Pärchen. Also jetzt ja? im besten Sinne, ne? Ja? Also das, ja, das stimmt. Das machen die schon ganz gut. Sieht auf jeden Fall so aus, als genießen sie ihr Leben da. Ja, nee, glaube ich auch. Also sehr naturverbunden, ne, sehr so minimalistisch halt Vanlife, ne, aber auch Ja. total authentisch, und die beiden sind auch so, also so ein easygoing Gespräch mit denen, ne? Also das war Ja. so, dass manchmal so manche Gespräche, also ich bereite mich schon immer auf alle Interviews vor und bereite mich natürlich auch wirklich auf den Gast nochmal intensiv vor und recherchiere und sowas. Aber manchmal sind manche Gespräche, die sind einfach so ein Flow. Dann lege ich meinen Zettel weg und dann ist das wirklich als nicht wirklich, sondern das ist dann so, Als wie wenn als man mit würde einer ich. Freundin telefoniert. Ja, Ja. ganz genau. Und dann bei mir ist das oft so, dass dann die Fragen, die sind ja in meinem Kopf und der rote Faden geht, nur der geht manchmal noch mal ein bisschen rechts und links, weil das Gespräch einfach so fließt, und deswegen werden Ja. manche Folgen leider auch ein bisschen länger, muss ich Ja, eingestehen. da kann ich dann auch nicht ganz so viel rausschneiden, weil man will dann auch nicht so viel Info wegnehmen, weil manchmal ist es einfach, da möchte man dann auch alles hören und dann lassen wir es halt einfach drin. Ja, ich denke dann auch einfach immer, wenn die dann 1,5 Stunden lang ist, dann muss man das auf zweimal aufteilen. Ist ja auch in Ordnung. Aber es ist dann so Ja. schade, weil das sind einfach auch tolle Gäste. Ich versuche ja immer unter 1 Stunde zu bleiben. Aber gut, gelingt halt auch nicht immer. Ja, dann hatten wir die Rückwanderer, Sandra und Jan. Die waren übrigens auch bei uns. Also viele dieser Ja. Leute. Der Jan hat mich auch hier besucht. Sehr verrückt. Also es ist echt lustig. Wir haben wirklich viel Besuch gehabt und wir haben viel Brot gebacken, weil immer wenn Leute Ja. zu uns kommen, backen wir immer frisches Brot, ne? Oh, Und haben die Sandra und ein Jan Glück. waren, ja, sehr. Die haben ja in Pennsylvania gewohnt und Sind jetzt in Amsterdam? ja, die sind jetzt Ja. in regnerischen Amsterdam. Folge 72 war das übrigens. Und die waren hier und da wusste noch kein Mensch, dass sie nach Holland gehen. Das haben sie uns dann hier gesagt. Und dann habe ich gesagt, was? Ich finde das auch mal spannend, eine Rückwandererfolge zu machen. Und dann haben wir eine Folge gemacht, wie man sich fühlt, wenn man zurückwandert. Ja. Auch spannend. Die hat auch ein tolles Profil. Ganz lieber Mensch, die Sandra. Ganz, ganz, ganz herzlicher, lieber Mensch. Und macht auch echt Spaß, ihr auf Instagram zu folgen. Also die Das nimmt stimmt, einen die ist auch mit. immer, ja genau, ist immer sehr up to date und postet eigentlich fast jeden Tag irgendwelche Stories, sei aus dem Auswandererleben. Und dann kriegen wir drei Babys im Podcast, glaube ich. Vielleicht auch mehr, aber von dreien, von denen ich weiß. Und Ja. zwar unsere Newbies, Svenja und Alex, die wohnen gar nicht weit von mir hier entfernt. Die habe ich Die wohnen hierhin irgendwie alle eingeladen. bei dir um die Ecke, Moni. Ich habe das Gefühl, du gehst irgendwie mit Gerst. allen mal grillen oder dann lädst du Ja, die bei denen zum Brot yes. ein und dann Immer, klingt ganz immer. Also neidisch. die haben auch Brot gekriegt, die habe ich nämlich eingeladen. Das war der erste Podcast, den ich in person recorded habe, ever. Ja, also das habe ich noch nie gemacht. Danach habe ich das mit der Felicitas gemacht, zweimal.
einmal mit der Santiago-Folge und einmal mit der Feli. Ja. Und Svenja und Alex waren gerade neu angekommen, auch während der Pandemic. Und da war sie gerade schwanger. Da sagt sie, das weiß noch keiner. Ich bin gerade eben schwanger. Ja. Und jetzt hat sie einen dicken Bauch und jetzt warten wir auf das Baby. Und die Janina bekommt ein Kind, Reimann. Und die Veronika Herder ist auch hochschwanger. Also wir kriegen richtig viele Podcast-Babys hier. Podcast-Babys, ja. Sehr gut. Ne? Also da ist richtig, richtig was los hier. Und mein Baby war auch im Podcast. Dein Baby ist schon 20, aber es wird wahrscheinlich immer dein Baby bleiben. Mein Baby Connor, der jetzt 20, diese Woche 20 wird, der war auch einmal im Podcast, weil ich so gedacht habe, letztes Jahr durfte mal mein Mann, jetzt ist der Connor und dann gibt es noch irgendwann die Cammy. Und dann noch deine Tochter. Sonst habe ich nur noch mit Hunden zu dienen. Ich glaube, die versteht man schlecht. Ja, also wirklich, da war wirklich, und wir haben natürlich auch viele Destinationen gehabt in diesem Jahr. Ne? Wir haben 12 Destinationen gehabt, obwohl es im Dezember keine Destination-Folge war. Dafür hatten wir 2 im Oktober. Einfach weil die so cool war und weil wir können, genau. Und wir sind doch in der Tat echt, also wir sind quer durchs Land gereist, ne? Ja. Wir sind wirklich, wir waren in Alaska, übrigens auch eine sehr coole Auswandererin, die Sabine in Alaska, die finde ich ja, mit der hatte ich auch echt viel Spaß. Wir waren an der Ostküste, angefangen mit Charleston, mit meiner lieben Freundin Lavinia. Wir waren in Seattle, wir waren in Jacksonville, Florida. Oh, die Uli in Boston, auch eine super Auswandererin. Die Nani Weddings, die habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Mit der haben wir auch 2 Folgen gemacht. Das war unsere erste Folge, die Hochzeitsplanerin auf Hawaii. Da haben wir dann auch nochmal eine Hawaii-Special-Folge gemacht. Auch eine sehr coole. Da Austin waren wir. Eine West Coast USA-Folge haben wir gemacht, Las Vegas und eine sehr Wissensfolge war die Washington DC-Folge mit einem wirklich, da gab es ganz viele Informationen zu. Utah und San Diego. Also wir sind echt kreuz und quer durch die USA auch gereist, ne? Ja. Ich muss ja mal sagen, so bis auf Alaska war ich da auch schon überall. Ja, du warst. Nee, Austin war ich noch nicht. Austin war ich noch nicht und Alaska war ich noch nicht. Alles andere kannte ich schon. Okay. Jetzt muss ich mir Ziele aussuchen. Vielleicht habt ihr ja noch Vorschläge, wo ich noch nicht war. Ihr könnt ja mal raten, wo war Monique noch nicht in Amerika? Wo war Monique noch nicht? Genau. Wo soll Monique Macht mal Vorschläge, genau. Wo reisen wir hin? Wozu habt ihr mal Lust? Wozu hättest du denn mal Lust, Evi? Wo würdest du gerne mal hinreisen? Also auf Hawaii war ich auch noch nicht, aber das hatten wir ja nun schon. Gibt ja noch andere Inseln, gibt ja noch Maui. Das stimmt. Das ist von hier auch nicht ganz so weit. Nee, da könnten wir uns mal treffen. Das zusammen. Gute Idee. Wäre so halbe Strecke. Ja, machen wir. Alles klar. Dann ist Hawaii. Gebombt. Ja. Dann Hawaii. Gutes Ziel für 2022. Ja. Toll. Ich bin froh, dass unsere Grenzen jetzt hier gerade mal wieder aufmachen Anfang nächsten Jahres. Und ich glaube, dann fliege ich erstmal nach Deutschland und besuche mal meine Familie nach 2 Jahren wieder oder nach über 2 Jahren. Das wird nämlich auch langsam mal Zeit. Aber dann bin ich gerne bereit, mal wieder mir andere Sachen anzugucken. Und ja, Hawaii. Also, wo willst du denn hin? Hawaii? Ja, Hawaii können wir gerne mal. Also, ich kenne gar nicht so viel in den USA. Ich war eigentlich bisher nur an der Ostküste und an der Westküste. Ich kenne Kalifornien ganz gut. Und ich war ein paar Mal in New York und Washington DC und so New Jersey die Ecke. Aber ich kenne nichts mittendrin. Ich kenne den kompletten Süden nicht. Ne, ich war in Florida, aber es zählt irgendwie auch nicht so richtig als Süden. Ich kenne ja weder den Norden, ich war noch nie in Kanada, also das fehlt mir noch komplett auf meiner Landkarte. Ich bin schon sehr viel gereist. Also können wir noch ein paar Folgen machen, also da haben wir ja dann noch ein bisschen was zu füllen. Auf jeden Fall, also ich kenne bisher Südamerika komplett, aber Nordamerika, da fehlt mir noch sehr, sehr viel. Ja, machen wir noch. Also wir haben noch einiges auf dem Zettel, nicht nur für nächstes Jahr, sondern wahrscheinlich auch für das danach. Also wir sind so schnell nicht wegzudenken. Ich würde sagen, also jetzt gibt's ist erstmal heute die letzte Folge in Season 2. Genau. Und dann geht es ab der nächsten Woche mit Season 1.
sind auch schon recorded. Season 3. Geht es dann mit Season 3 ganz genau? Geht es weiter? Ja. Viel, viel schöne neue Dinge, die kommen im nächsten Jahr. Also seid wirklich gespannt. Wollen wir schon so ein bisschen was verraten? Nee, machen wir noch nicht. Nö, nö. Habe ich gar keine Lust drauf jetzt. Nö, ich finde auch. Ich würde sagen, wir schließen jetzt einfach mal das Jahr mit, ich finde, mit viel Liebe im Herzen. Also mir hat der Podcast in diesem Jahr unfassbar viel Spaß gemacht, weil so viel auch dadurch entstanden ist. Und ich habe heute zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die auswandern möchte und die mich über den Podcast gefunden hat und gesagt hat, Mensch, wir wollen ja nach Las Vegas auswandern und ich habe mir schon die Folge von der Claudia aus Las Vegas und die ist ja Realtorin und die schreibe ich erstmal an und so. Mhm. Weißt du, da denke ich so, yes, dafür mache ich das. Ne? Genau. So, das, also für mich ist das so toll, diese Community zu haben, wie du gerade gesagt hast und das hast du ganz toll beschrieben, auch diese Inspiration, einfach die jeder Gast in dem Podcast auf seine Weise in die Welt gegeben hat. Na, das finde ich so unfassbar schön, dieses wirklich, und nicht alle Geschichten waren toll, da waren auch traurige Geschichten bei mit Krebsdiagnosen oder mit schwierigen Businesses oder wie die Gabi Hegen, die ihr Business quasi fast hätte zumachen können und dann aber wirklich aus dem Nichts wieder alles aufgebaut hat. Also da waren schon auch wirklich coole Geschichten dabei, aber ich finde, das ist eine große Inspiration, weil jeder auf seine Art und Weise sich hier wirklich eine Existenz aufgebaut hat und das auch. Das stimmt, das ist ja, die Geschichten sind alle so unterschiedlich, aber es gibt so einen großen gemeinsamen Nenner und der ist ja, dass man mindestens einmal ja irgendwo alles aufgegeben hat und mal dieses Kapitel Deutschland oder wo auch immer man herkommt, abgeschlossen hat und dann irgendwo in welcher Form auch immer einmal neu angefangen hat. Und ich glaube, das ist sowas, was jeden Auswanderer, egal wohin er geht, und auch egal, ob das jetzt nur von Hamburg nach München ist, teilweise von Hamburg nach Spanien oder so, oder von Gelsenkirchen nach Florida. Diesen Schritt, den man geht, der ist im Prinzip derselbe. Und jeder, der das mal gemacht hat, der kann, wenn er jemanden trifft, der eine ähnliche Geschichte hat, auch wenn sie so unterschiedlich ist, aber vom Kern her so gleich ist. Ich finde, man hat dann immer irgendwie was Gemeinsames, worüber man reden kann. Und man braucht dann gar nicht viel Erklärung bei so vielen Dingen, weißt du? Wenn man dann andere Auswanderer trifft, man ist immer sofort auf einem Nenner, weil man sich einfach versteht in vielen Dingen. Die Leute, die nicht ausgewandert sind, eben nicht verstehen. Und das finde ich halt so schön auch an unserem Podcast, dass man immer wieder, auch wenn man mit der Geschichte vielleicht sich gar nicht so verbinden kann, aber mit dem Menschen selber einfach weiß, ja, ich weiß genau, was der gerade durchgemacht hat, ich weiß genau, was er in dem Moment gedacht und gefühlt hat, weil ich kenne das, ich hatte auch diese Ängste und ich hatte auch Panik davor und guck mal, jetzt ist alles gut und das ist immer ganz schön. 100%. Und das ist ja auch so diese Verbindung, die ich auch zu den ganzen Gästen habe, die Gäste mittlerweile zum Teil ja auch schon untereinander haben. Ja, also manche haben sich ja auch miteinander vernetzt, sich geholfen in Businesses oder besucht oder so. Und viele haben mich besucht hier, was ich großartig finde. Ich werde auf jeden Fall den Markus Glocker in New York besuchen, denn der hat mir das beste Wiener Schnitzel aller Zeiten versprochen. Das stimmt, ja. Geht er nicht drum herumkommen, das werde ich auf jeden Fall einlösen. Also das ist schon wirklich toll und ich freue mich auch echt ganz, ganz, ganz riesig auf die nächste Season. Also das wird auch echt unfassbar toll werden und wir sind natürlich jetzt noch mal erfahrener und noch professioneller, ne, in dem, wie wir das machen und es wird cool, Evi. Genau. Ja, wir machen jetzt schließen erstmal das Jahr ab, würde ich sagen und dann hören wir uns in aller Frische und mit neuer Energie im Januar wieder hier beim Mutterschaft-Podcast. Alles so klar. Machen wir das. Also Klappe zu, Affe tot für dieses Jahr. Und bis nächstes Jahr, ihr Lieben. Es war so schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit auf dieser Reise gewesen seid in diesem Jahr. Und ich meine, wir können natürlich einen tollen Podcast machen, aber ihr seid sozusagen unsere Gradmesser und ihr hört den. Ich finde das immer wieder nur toll, dass ich die Zahlen sehe und denke, oh, so viele Leute haben den angehört. Ne? Yeah. Als ich angefangen habe, habe ich immer gedacht, immer mehr. Unsere Hörerschaft, die steigt ja auch.
auch wöchentlich. Also das und ist, ich habe immer gedacht, wer cool. hört denn das? Ne? Wer hört denn das? Und ich finde das so toll. Mich erreichen ganz, ganz viele E-Mails und auch Messages und das tut mir total gut und das macht mich ganz glücklich. Das berührt mein Herz, dass ihr das toll findet, dass euch das inspiriert, dass ihr lernt von den Geschichten, die wir für euch aufbereiten. Also danke, 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 dass ihr auch da seid und dass ihr geduldig auch die anderthalbstündigen Folgen euch da durchgehend anhört. Und auch manchmal ist ja auch die Technik ein bisschen suboptimal. Manchmal rauscht es und kratschelt es und trotzdem seid ihr dabei. Und ja, schön, dass ihr in der Muttersprache Community seid, dass ihr in unserer Familie sozusagen mit dabei seid und ja, vielleicht kommt ihr auch mal des Weges und bei uns gibt es immer frisches Brot, das wisst ihr ja mittlerweile. Sagen, also genau, bei Monique einfach mal eine Scheibe Brot abholen oder ansonsten mal dann Gast im Podcast werden. Wer weiß, ne? Genau, genau. So machen wir das. Also guten Rutsch an euch und einen guten Start in das neue Jahr und wir hören uns auf jeden Fall. Tschüss. Und das war's auch schon wieder von heute im Muttersprache-Podcast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Und natürlich wäre es auch ganz besonders toll, wenn du mich das wissen lässt, besonders gerne mit einer Empfehlung, einer Review auf Apple iTunes. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wenn du diesen abonnierst, subscribest, dann bekommst du natürlich auch immer sofort die Mitteilung, wenn eine neue Folge live geht. Ja, wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder zum Auswandern, zum Leben in den USA, schreib mir doch einfach. Alle Infos dazu findest du auf der Website www.muttersprachepodcast.com oder bei Instagram @muttersprachepodcast. Ja, schön, dass du da bist und bis nächste Woche, deine Monique.